Ja, hallo, grüß euch. Ja, was ich jetzt sage, mag für einige ein Schock sein. Nach dem Motto, nach all den tollen Sachen, die sie dann sagt, kommt jetzt wahrscheinlich das linke Ende. Ja, es kommt. Du hast hier keine Rechte. Gar keine. Denn wer sollte dir diese Rechte denn einräumen? Du hast nur die Wirksamkeit deiner eigenen Gedanken, die eine Menge Energie in dein Leben spülen. Und die wirken. Du hast keine Rechte, du hast nur die Wirksamkeit deiner Gedanken. Und jetzt kommen wir zu einem Märchen, was wir alle kennen, nämlich Schneewittchen. Wir bleiben ganz am Anfang, das reicht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wenn ich das frage, dann kommt sofort die gleiche Antwort, die auch die Königin im Märchen enthält. Frau Königin. Das bin ich. Ihr seid die Schönste hier. Aber die anderen, über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, sind noch tausendmal schöner als ihr. Also ich kann mit dieser Antwort leben. Ich kann mit dieser Antwort absolut leben. Und wenn ich sage, wenn ich frage, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Reichste im ganzen Land? Frau Königin. Ihr seid die Reichste hier. Aber die anderen über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, sind noch tausendmal reicher als ihr. Also ich kann mit dieser Antwort leben. Solange ich mit dem, was ich habe, zufrieden bin und ich mich voll und ganz auf die Wirksamkeit meiner eigenen Gedanken, mich wirklich absolut verlassen kann, im Sinne von, dass ich alles andere verlasse, sondern nur bei der Energie meiner eigenen Gedanken bleibe, habe ich alles, was ich haben will, weil es sich so fügt. Spieglein, Spieglein an der Wand, an der Wand. Wer ist die Mächtigste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Mächtigste hier. Aber die anderen über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, sind auch tausendmal mächtiger als ihr. Ja, aber das ist eben über den sieben Bergen, nicht? Und das ist dann ja nicht weiter interessant. Seht ihr, sie sind deshalb bei den sieben Zwergen, weil sie aus der Entfernung so alle so klein sind. Und das gilt auch in meinem eigenen Raum. In meinem Raum bin ich ja ein Riese und zerdrücke alles, was mir nicht passt. Ja, aber die anderen haben ja dann auch bei mir nichts zu suchen. Ich meine, die anderen gehen so unter ferner Liefen durch und stören mich auch nicht weiter. Die können da bleiben, es sei denn, sie handeln der Wirksamkeit meiner eigenen Gedanken oder meiner eigenen Energie zuwider. Dann, ja, aber ich stehe gar groß, die anderen Zwerge klein. Dann werden sie von der Macht meiner eigenen Gedanken ganz einfach zerdrückt. Sie bringen ja Energie. Und jetzt sind wir bei einigen höchst tragischen Fällen. Und das betrifft uns eigentlich nicht sonderlich, denn ich habe, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal kurz angesprochen, in Amerika wird jetzt ein Abtreibungsgesetz verabschiedet. Das stammt aus dem Jahre 1864. Das wurde aber nun von sieben Richtern unterzeichnet. Kannst du dir vorstellen, was diese sieben Richter mitmachen? Sie werden durch die Last ihrer eigenen Gedanken zerdrückt. Denn wenn ihre Gedanken nichts weitergebracht haben, als dass sie als Richter irgendwo stehen und ein Gesetz unterzeichnen, was für Millionen Frauen ein Riesenproblem wird und auch fürchterliche Szenen hervorbringt, und sie dem vorstehen, da sie es ja bewilligt haben, müssen sie jetzt eine Menge Gedanken denken, eine Menge, Menge Gedanken denken, um dieses wirklich absolut abscheuliche Vorgehen zu rechtfertigen. Und jetzt versuchen Sie krampfhaft bei etwas zu bleiben, sich etwas zu rechtfertigen, was also im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr zu rechtfertigen ist. Dazu müsste ich, um das zu rechtfertigen, müsste ich mich zurück ins 19. Jahrhundert begeben. Dort werden einige sagen, das ist aber toll. Und auch hierzulande oder auch in Amerika, China, Russland, was weiß ich wo, wird es Menschen geben, die das eigentlich ganz richtig finden. Gut, wunderbar, können Sie hin. Es ist immer die Macht meiner Gedanken, die wirksam ist.
immer. Und dieses Leben ist nichts für Menschen, die halbherzig sind, sozusagen ein bisschen lahm sind, nicht wirklich wissen, wo sie hinwollen, wo sie stehen, ja, ich weiß nicht, ja, das könnte ja auch richtig sein, ja, man muss aber doch bedenken, dass es auch so ist und so weiter und so fort. Wer da immer noch von einem Bein auf den anderen herumtrippelt und nicht ganz genau weiß, was er eigentlich ganz genau richtig findet, was er doch richtig findet, das könnte ja auch noch gut sein. Wer nicht weiß, dass die eigenen Gedanken Energie ins Leben spült, unter dessen Last ich zusammenbrechen könnte oder aber mich befreien könnte. Wer das nicht weiß, der ist wirklich gekniffen. Der hat sozusagen die Pointe im Leben nicht verstanden. Und Menschen, die die Pointe im Leben nicht begriffen haben, sind wirklich arm dran. Keine Frage. Denn sie werden immer nach anderen irgendwo hinterher schreien. Das Gleiche könnte ich auch zu einer recht bekannten Politikerin sagen, die gerade eine Partei gegründet hat. Ich rede gerade von Sacha Wagenknecht, die mich nun wirklich nichts angeht. Aber eines kann ich sagen. Ich darf über andere nicht schlecht reden und auch nicht gut reden, weil alles beide wäre ja in meinem Raum. Und dazu habe ich nun auch nicht so ganz die ganz große Lust. Andererseits. Man stelle sich einmal eine Frau Wagenknecht vor. Jetzt steht die aber vor einem Spiegel und fragt, wer ist die Klügste im ganzen Land? Ja. Frau Wagenknecht, ihr seid die Schönste hier und seid die Klügste hier. Aber die anderen, über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, sind auch tausendmal klüger als ihr. Versteh mich bitte recht. Aus ihrer Warte bin ich ein Zwerg, ganz, ganz klein, gar nicht wahrzunehmen. In ihrem Land sozusagen, in ihrem Bereich, in ihrer Area, habe ich nichts zu suchen. Ich bin mit dem, was sie sagt, nicht einverstanden, auch wenn ich ihre Rhetorik wirklich bewundere. Aber ich habe bei ihr nun mal nichts zu suchen. Und da bin ich zwergisch klein. Und ganz sicher würde ich mir nie anmaßen, mit ihr zu diskutieren oder sonst irgendwas. Es interessiert mich nicht einmal. Aber sie muss sich vergegenwärtigen, und alle, die da so mit ihrer Meinung sind, müssen sich vergegenwärtigen, dass ihr Denken sie in Umstände zwingt, in denen sie die Verhältnisse so vorfinden, wie sie sie herbeigerufen haben. Sie finden die Widersacher wieder, sie finden die Gegner, also die Gegner wieder, sie finden die damit völlig einverstanden sind, also sozusagen Gleichgenossen, Gleichgesinnte, die finden sie alle wieder, mit all dem Zank und Streit, den sie mitbringen. Und die eigenen Gedanken werden immer dabei sein, sozusagen einen selbst zu zerdrücken, weil die Gedanken Zank und Streit hervorbringen. Und dieser Zank und Streit würde mich zerdrücken. Jetzt habe ich Frau Wagenknecht das Beispiel genommen, aber ich hätte jeden anderen nehmen können. Ich hätte auch eine grüne Politikerin, Frau Roth oder Herrn Scholz oder Frau Kühners oder Herrn, was weiß ich, wie heißen die alle da, Namen fallen mir gar nicht mehr ein, also Lauterbach oder sonst irgendjemand. Ich hätte jeden nehmen können. Spielt aber gar keine Rolle. Ich muss wissen, dass die Last meiner Gedanken mich entweder befreien, also belasten kann und mich dann irgendwann auch zerquetschen kann, dass ich irgendwann nur noch röcheln kann, oder aber sie setzen mich frei. Und ich kenne nun mal nur die Wirksamkeit meiner eigenen Gedanken. Ich habe mich nämlich gefragt, als ich hier angefangen habe, warum kann ein Mensch überhaupt denken? Warum? Wo kommen die Gedanken überhaupt her? Ja, die müssen wohl aus mir kommen. Offenkundig. Sonst würde ich es ja nicht denken. Aber was macht mich denn so einig mit dem, was ich denke? Mein eigener Wille. Ich will ja so denken. Aber habe ich auch bedacht, was das mir alles ins Haus trägt? Nun, viele haben das nicht bedacht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es jetzt sehr vielen auffällt. Denn ich muss ja wissen, dass ich immer den Weg meiner Gedanken gehe, ganz egal, wo ich bin. Ich gehe immer den Weg meiner Gedanken, denn meine Gedanken begleiten mich immer. Und sie haben eine Wirksamkeit.
Es sei denn, ich fange an, was heißt ja sein, denn sie haben immer eine Wirksamkeit, aber und zwar immer eine, die ich haben will. Es sei denn, ich schließe mich anderen an und plapper dann das nach, was alle anderen mir sozusagen vorsufflieren. Und dann werde ich hundertprozentig enttäuscht werden. Denn wenn ich die eigene Wirksamkeit meiner eigenen Gedanken nicht erkenne, dann werde ich mich immer irgendwelchem anderen Geschrei anschließen. Habe zwar die beruhigende Bestätigung, dass ich auch bei den anderen alle bin, dann bin ich sozusagen in einer Herde oder ich bin in einer Horde, ich bin in einem Schwarm oder sonst irgendwas, muss aber irgendwie immer hoffen, dass dann das Unglück, was wir dann ja alle herbeischreien, dann die anderen trifft. Und dazu hatte ich nun gerade mal keine Lust. Ich begann zu begreifen, dass das Leben oder meine Gedanken schöpferisch sind. Denn sie liefern ja mir genau die Energien ins Haus, die meine eigenen Gedanken mitgebracht haben. Und dazu musste ich eines gut verstehen. Ich kann unmöglich über jemanden etwas sagen, ohne dass ich mich selbst darin erkenne. Als ich gerade eben das Beispiel angeführt habe, von Frau Wagenknecht oder von anderen Politikern oder wem auch immer, ich hätte jetzt auch Bischöfe oder Kardinäle oder sowas herbeizitieren können, es wäre genau das Gleiche gewesen. Dann deshalb, weil ich sie wahrgenommen habe. Und das gibt zu guter Letzt über die Kraft meiner Gedanken zunächst einmal noch zu denken. Denn wenn ich damit gar nichts zu tun hätte, warum nehme ich sie dann überhaupt noch zur Kenntnis? Warum sehe ich sie überhaupt noch? Und hier sind wir wirklich bei dem Satz, aber der und der über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Verstehe mich bitte recht. Die anderen werden Zwerge, weil sie in meinem Raum nichts mehr zu suchen haben. Einige dienen mir noch in irgendeiner Weise oder tun etwas, weil sie einfach aus sich selbst heraus etwas tun wollen. Und das hilft mir dann beim Weitergehen sozusagen. Aber es kommt in keinster Weise mehr störend daher. Wir haben mit dem Wort dienen so ein fürchterliches, wir haben daraus so etwas Fürchterliches gemacht, dass es den anderen kleiner macht. Gar keine Frage, wenn ich eine kaputte Heizung habe, dann kommt jemand und repariert sie. Das wäre jedenfalls im Optimalfall so. Dann dient mir derjenige ja. Aber er ist doch nicht mein Diener im Sinne von, dass ich mich über den erheben kann. Nein, er leistet nur einen Beitrag zu etwas, was er sowieso tut. Er verdient damit sein Geld oder macht es, weil es ihm Freude macht oder wie auch immer. Und hat mir damit sehr geholfen. Aber ich stehe nicht über ihm in seinem eigenen Raum. In meinem Raum aber stehe ich unter Garantie über ihn. Das muss ich auch. Denn um meinen eigenen Raum freizuhalten, darf ich nun mal keinem anderen eine Handlungsmacht in meinem eigenen Raum einräumen. Es gab ja nun wirklich einige Auftritte in meinem Leben, die sehr schwer waren. Ich glaube, einige von euch können es schon nicht mehr hören, aber ich muss die Richter nochmal anführen, die ein Urteil unterzeichnet haben, die mir das meine eigene Tochter weggenommen haben. Eines ist sicher. In meinem Raum werden sie zerdrückt, und zwar durch die Macht meiner Gedanken. Sie haben Energie, meine Gedanken entfalten eine ungeheure Energie. Sollten die sich in meinem Raum befinden, werden die zerdrückt wie eine Ameise, die mich stört. Warum sollte mich jetzt eine Ameise stören? Ich muss ja nicht sagen, wo die Ameisen sind, aber nehmen wir mal irgendwas an, irgendwas krabbelt hier rum und ich will das nicht haben, dann drücke ich da drauf und dann war's das. Oder eine Mücke, die surren, stört mich einfach. Dann klatsche ich da mal in die Hände und wenn ich Glück habe, war sie dazwischen und dann ist das Thema durch. Und in meinem Raum wäre das auch so. Was haben die bitte in meinem Raum zu suchen? Und jetzt wird's spannend. Ich habe sie ja nicht gebeten, mir meine Tochter wegzunehmen. Da kam irgendjemand an und platzte in meinen Raum und tat etwas Unaussprechliches. Einem Kind die Mutter wegzunehmen, sollte man niemals tun. Das ist ein Kapitalverbrechen, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Aber nicht ich bin es, die das rechtfertigen muss. Aber sie. Und dazu brauchen sie jetzt alle ihre Gedanken.
Ich war ja nicht der Einzige, bei der sie das so gemacht haben. Also wird sich das summieren. Und ich bin die Summe meiner Gedanken. Die Energien, die meine Gedanken mitbringen. Ich muss mich gar nicht erst großartig über andere aufregen. Es reicht, dass ich weiß, wer ich bin. Und das muss ich immer wissen. In einem Buch, es war Opening Doors Within, das ist eigentlich interessant, weil da zeigt man dir eigentlich die Wirkungsweise deines eigenen Selbst. Da hieß es irgendwie, dieses Leben ist nicht für diejenigen, die nur halbherzig sind, sondern das ist für die, die genau wissen, überall wissen, was ihre Gedanken vermögen. Dass sie sich daran immer erinnern. Und dass sie auch wissen, dass das, was einem jetzt noch passiert, oft nur noch die Echos sind von damals, wo wir es noch nicht wussten. Da haben wir eindeutig vieles falsch gemacht. Oder sagen wir mal, da haben wir vieles Entsetzliches vollbracht. Es dauert eine Weile, bis eine Menschheit so weit ist, dass sie eine Atombombe irgendwo abwirft. Über eine bewohnte Stadt. Das ist aber das Werk, das Gesamtwerk der gesamten Menschheit. Das war ja nicht bloß Oppenheimer. Und das müssen wir jetzt verdauen. Du musst wissen, dass du immer und überall alles nur für dich tust und nur für dich denkst. Aber mit den Konsequenzen dessen, was du gedacht hast und tun, getan hast und gesagt hast, leben musst. Du musst es so weit als möglich neutralisieren. Es hat keinen Sinn, mich immer noch so zu benehmen, als wäre ich noch im 19. Jahrhundert. Und so zu argumentieren. Es hat auch keinen Sinn, dass ich jetzt das ganze neumodische Phrasen presse und dann eigentlich das Gleiche sage, was vor 100 Jahren für sich Karl Marx gesagt hat oder was. Also das passt in unser heutiges Zeitmuster nicht mehr. Ich musste begriffen, dass das Leben wandelbar ist. Und die alten Römer haben schon gesagt, tempi passati, also Zeiten vergehen. Und die Moden wechseln. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Es geht hier nicht um Fashion, es geht hier darum, was die heutige Zeiterscheinung mitbringt und die teilt einiges. Aber deine Zauber binden wieder. Das heißt, sie binden dich wieder. Sie bringen dich wieder in Einigkeit mit dir selbst. Du wirst wieder mit dir selbst völlig einig. Deine Gedanken sind einig mit dir. Und das müssen sie auch sein, damit sie ihre Wirksamkeit zu deiner Zufriedenheit entfalten können und dir nicht jeden Zank und Streit in dein Haus bringen. Ich weiß, dass es gestern, kleinen Anblick, was er jetzt geschrieben hier, ja? Ich weiß, dass gestern auf irgendeinem Programm wurde der perfekte Körper diskutiert. Ich möchte dazu nur eines sagen. Ich habe das gar nicht großartig verfolgt, das war mir auch ziemlich egal. Ich möchte dir nur eines sagen. Du lebst immer in einem perfekten Körper. Auch wenn jemand dann gesagt hatte, das war das, was mich so genervt hatte. Einen perfekten Körper gibt es ja auch gar nicht. Und all sowas. Nicht? Also wurde dir gleich ausgeredet, nein, die Vollkommenheit kann es nicht geben, vollkommen kann der Körper ja nie sein und dein Körper kann nie perfekt sein. Und warum das denn nicht? Natürlich kann er perfekt sein. Er ist es ja auch immer. Er zeigt dir genau an, was mit deinem Geist los ist. Dein Körper ist das perfekte Abbild deines eigenen Geisteszustandes. Das heißt, deine eigenen Gedanken schlagen sich in ihm nieder. Zwänge, Ängste, Depressionen, Chaos, wie auch immer, Panik, schlägt sich alles in deinem Körper nieder. Und jetzt bist du die einzige Macht, die das auflösen kann. Und das kannst du. Du musst dich nur daran erinnern, dass du das kosmische weiße Licht deines Denkens bist. Das kosmische weiße Licht heißt, dass in dem alles passiert, was du so denkst. Also von der Energie her. Du denkst etwas, das hat Energie und diese Energie trifft dann getreulich in deinem Leben ein. Das ist bei jedem Menschen so. Bei jedem. Auch da hinten in den Menschen, die hungernden Kindern, Entschuldigung, das ist nicht komisch, aber die hungernden Kindern in Afrika, das ist auch so. Die Kinder erleben, so bedauernswert es auch ist, aber was heißt bedauernswert? Sie erleben praktisch die Auswirkungen ihres eigenen Denkens aus grauen Vorzeiten. Und jetzt brauchen wir Menschen,
die in der Lage sind, das den Menschen klarzumachen. Das gilt auch für Menschen in absolutistischen Staaten. Das gilt auch in islamischen Staaten. Überall. Und es wird höchste Zeit, dass die Menschen das begreifen. Ich habe jetzt ein Video gemacht und keine Live-Übertragung, ganz einfach deshalb nicht, weil das etwas ist, was man nicht diskutieren kann. Entweder du verstehst es und handelst entsprechend, oder du fängst an, dich wieder in die früheren Zeiten zurückzubegeben und da wird diskutiert. Ich hatte ja schon oft dieses Durcheinander-Shanti vom Nockerberg aus dem Jahre 23, habe ich schon oft gesagt, nicht? Das Gute ist das Rummeln, das Ausprobieren, das Streiten und das Diskutieren. Auch wenn es manchmal zieht im Hirn. Ein Hoch dem Durcheinander. Wir sind ja wohl noch besser dran, dass keine Kirche, kein Tyrann über uns Menschen hier herrschen kann. Das ist ja gerade das Gute dran. Ein Hoch dem Durcheinander, haben sie gesagt im Jahre 2023 auf dem Nockerberg. Aber es ist ein Jahr vergangen in der Zwischenzeit. Wir sollten mittlerweile erkennen, dass es ist wirklich gut. Wir haben kein totalitäres System hier, wir haben keinen absoluten Herrscher hier, wir haben auch keinen Tyrannen hier, wir haben keine Kirche, keine tyrannische Kirche hier. Das ist ja wirklich gut daran. Aber jetzt müssen wir wissen, wozu wir unsere Freiheit wirklich gebrauchen. Es hat nämlich keinen Sinn, dass alle Leute nach ihrer Freiheit schreien, ohne zu begreifen, dass sie sie längst haben. Sie hatten sie immer. Aber es war im 16. Jahrhundert verdammt schwer, der Wirksamkeit ihrer eigenen Gedanken zu vertrauen. Und es war noch viel schwerer zu erkennen, dass die Macht der eigenen Gedanken einen in solches System geschleudert hat. Was immer dir passiert ist im Leben, ob du Verbrechen erduldet hast, ob du gequält worden bist, ob du unter Missbrauch gelitten hast, es war die Wirksamkeit all dessen, was du vorher gedacht hast. Gedanken wirken einfach. Die diskutieren nicht, die wirken. Und wenn wir das verstanden haben, dann hören wir vielleicht auf, uns herumzuzanken, wer wohl Recht hat und wer nicht. Recht hat ja keiner. Und Rechte hat ja auch keiner. Wir erleben nur die Wirksamkeit unserer eigenen Gedanken. Und wenn du das mal ganz genau betrachtest, wie sollte denn sonst eine kosmische Gerechtigkeit funktionieren, wenn nicht jeder die gleichen Rechte hätte? Also die gleiche Macht hätte, die gleiche Wirksamkeit auszuspielen sozusagen. In einigen Fällen sieht das übel aus, wenn man da irgendwo im Gefängnis sitzt oder von allen Menschen bedrängt wird. Das ist richtig, dann hat man sie zu weit in dem eigenen Raum gelassen. Das heißt, offenkundig waren wir dann wohl mal sehr forsch, irgendwo anders reinzumarschieren und dem mal zu erzählen, was doch mal bitte die Sache zu sein hat. Das habe ich nicht. Was immer ich sage, ich finde die Wirksamkeit in meinem eigenen Raum vor. Und nicht in dem anderen. Das müssen wir verstehen. Denn es ist die Zeit gekommen, wo wir es verstehen können. Wir haben auch die Möglichkeit, das kannst du dir sicherlich in einer Hand abzählen, wir haben auch die Möglichkeit, das abzustreiten. So, nein, da muss es doch einen Gott geben, der das alles richtet. Nein, das wird doch wohl noch unser Bundeskanzler können. Nein, das wird doch wohl unser König können. Nee. In deinem Leben bist du der absolute Herrscher. Und darum sagte ich auch gestern, ich bin absolutistisch. Ich dulde keine andere Meinung neben mir. Das hört sich irgendwie an wie, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, stimmt doch. Du bist der Herr, dein Gott. Du hast keine anderen Götter neben dir.
Du hast doch niemanden anderen zu dienen als dir. Und jetzt guck dir gut an, mit welchen Gedanken du wem dienst. Wenn du schlecht über andere Menschen redest, kannst du sicher sein, dass diese Schlechtigkeit bei dir selbst wieder eintrifft. Ich kann nicht schlecht über andere Menschen reden, ohne nicht gleichzeitig schlecht über mich zu reden. Unmöglich. Und ich kann auch nicht allen anderen erzählen, dass ihr Verhalten, wie war das auch noch, Reichenbesteuerung oder nimmt den Menschen das alles weg und das Vermögen muss gerecht verteilt werden oder was weiß ich was alles. Damit bestreitest du die Wirksamkeit deiner eigenen Gedanken und das darfst du nicht. Die größte Versuchung war, dass wir dachten, wir können es einem anderen überlassen. Dieses Buch, Opening Doors Within, das zeigt mir, wie meine eigenen Gedanken wirksam sind. Aber auch da herrscht da ist eine riesengroße Falle drin. Da steht nämlich von wegen, überlass doch alles mir, überlass doch einfach alles mir, überlass alles mir. Nicht, dann nicht folge meinem göttlichen Pfad und ich bin dein Gott und überlass das doch einfach alles mir, gib das alles mir. Da ist ein tödlicher Fehler drin. Und ich kann mich erinnern, dass Penny McLean in einem ihrer Bücher das auch mal geschrieben hatte. Sie hatte von sich geschrieben, sie hat eine Reinkarnationstherapie gemacht und dann hat sie gesagt, es hat sich ergeben, dass ich eine sehr hoch aufgestiegene Seele war oder eine hoch aufgestiegene Meisterin war und ich war im Begriff, mein letztes Leben auf der Erde zu absolvieren, aber dann ist sie auf eine Versuchung so jämmerlich hereingefallen, dass sie, als sie gestorben ist, es gar keine Diskussion mehr gegeben hat, sie musste gleich auf der mittleren Stufe wieder anfangen. Das glaube ich nicht. Die Versuchung bestand nicht darin, weil sie auch schrieb, zu einem Überfluss, sie ist auf eine Versuchung reingefallen, dann starb sie zu einem Überfluss auch noch hoch, geehrt und was weiß ich was alles. Sagen wir mal so, jein. Mein Problem wäre, also erstmal wäre das Problem, dass niemand sein letztes Leben irgendwo absolviert. Das Leben geht immer weiter, das ist endlos. Aber eines Tages verlassen wir auch die Bedingungen dieser Materie und steigen in eine höhere Sphäre auf, das ist richtig. Aber nichtsdestoweniger. Die Versuchung ist die, nicht auf irgendeinen Satan reinzufallen, das ist ziemlicher Quatsch. Aber die Versuchung ist zu glauben, dass alle anderen etwas tun, womit ich nichts zu tun habe. Und die Versuchung ist zu glauben, dass ich das einem anderen in den Magen drücken kann. Das Einzige, was ich bei Opening Doors Within, also Herzenstüren öffnen, heißt es auf Deutsch, das Einzige, was ich da glauben kann oder was ich annehmen kann, ist, wenn da ein Gott sagt, lass alles mir, überlass das alles mir, gib das alles mir, ich regel das für dich. Dass damit eigentlich gemeint war, drehe sofort alles in die Kristallschwingung und drehe so, gib an deine Angelegenheit sofort in die Kristallenergie, denn da baut sich ja alles um, aber nach deinem Willen. Vergiss deinen Willen niemals und erwarte nicht, dass, ja, tu das mal nach deinem Willen. Nee, 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 das wäre die Versuchung. Zu glauben, ich könnte dir etwas sagen, ja, mach du das mal alles so, wie du das meinst. Ja, dann davon habe ich nichts. Ich kann dir auch nicht in den Magen drücken, mach du das mal so, wie ich das will. Nee. Aber ich kann meine ganzen Angelegenheiten, meine ganzen Belange ab in die Kristallschwingung, sofort in die Kristalldrehung eindrehen. Das kann ich. Dafür denke ich ja schließlich. Und meine Gedanken haben eine ungeheure Macht. Sie sind allmächtig in meinem Leben. Gott sei Dank nicht in deinem, um Gottes Willen. Es hätte dir gerade noch gefehlt, dass ich da in dein Leben reinplatze und das mal alles so mache, wie ich das für richtig finde. Ich könnte mir vorstellen, dass du da deine Einwände hättest. Nee, also so wollte ich das jetzt auch nicht haben. Ach was, das ist schon besser so. Da vertrau du mir mal. Ich sagte schon, was gut für dich ist. Nee, ist nicht. Nee, aber in meinem Leben läuft das so. Und wenn ich jemanden um Hilfe bitte und wenn mir jemand etwas schenkt, dann tut er das wahrscheinlich, weil er sehr nett ist und weil er so großzügig ist und weil er sich damit auch gut fühlt. Und weil er das Gefühl hat, er möchte sich gerne für das revanchieren, weil ihm das, was ich gesagt habe, ihm zufällig gerade mal geholfen hat. Ich meine, der wird sich nach, oder die wird, sie wird sich nach einem halben Jahr oder nach 3 Jahren gar nicht mehr daran erinnern. Also wahrscheinlich weiß sie auch nicht mehr, wer ich bin. Ja, das muss sie ja auch nicht.
In ihrem Leben bin ich zwergisch klein. Aber wer hier meint, sich hier aufbauen zu müssen und mir noch irgendwelche Vorschriften zu machen, weil er glaubt, dass es doch mal gut wäre, dass ich so nach seinen Vorstellungen da sozusagen das und das tue. Tja, also wer mir glaubt, dann auch seinen Willen aufzwingen zu können oder ähnliches. Ich stehe gar groß. Der andere, zwergisch klein, wird umgekehrt wohl bewandert sein. Und es könnte sein, dass jemand, der sich etwas zu sehr in meinem Leben aufgebläht hat, auf einmal einfach nur noch zerdrückt wird. Denn irgendwann wirst du es verstehen, dass deine Gedanken nicht nur einfach mal Gedanken sind, flüchtige Gedanken, die gibt es nicht. Aber sie bringen Energie mit. Und von dieser Energie kannst du geradezu zerdrückt werden. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann guck dir mal an, was im Universum da los ist. Guck dir mal die Sternbewegung an. Pulsare, Quasare, ich krieg den Namen immer durcheinander. Aber es gibt einen Stern, also es gibt einen Planeten. Da sind die Kräfte so gewaltig, da ist die Gravitation so schwer, dass ein Körper von der Größe einer Kichererbse zum Beispiel mehrere Tonnen wiegen würde. Und die Wirbelstürme, die da auf diesem Planeten los sind, würden dich einfach nur zerfetzen. Das ist nicht mehr so wie beim Orkan, oder beim Orkan ist das schon schlimm genug, aber die Menschen werden einfach nur mitgerissen, aber sie werden ja nicht auseinandergerissen. Aber es gibt Planeten, da ist das so. Da sind die Wirbelstürme so immens, dass ein menschlicher Körper davon zerfetzt werden würde. Das sind also gewaltige Kräfte. Wo kommen die eigentlich her? Irgendjemand muss es ja denken. Irgendjemand muss es erdenken. Irgendjemand muss es ja denken. Also da müssen ja wohl irgendwie Kräfte entfesselt worden sein. Es ist verlockend zu sagen, das ist ein Gott. Ah, aber ein Gott besteht immer aus Einzelwesen. Das heißt, mehrere Menschen denken so unterschiedlich, so verquer, dass es dann solche Orte geben kann. Es gibt vielleicht Lust, einige, die es ganz lustig finden. In so einem tollen Wirbelsturm da mal mitzuwirbeln. Das kann sein. Aber ich glaube, in einem täglichen Leben wie dem unseren ist es vielleicht gescheiter, wenn es nicht ganz so tosend zugehen würde. Also geht es darum, dass du alles aus deinem Raum drängst, was deine Gedanken irritiert, was dich davon abhält, selber von dir zu denken, ich bin das kosmische Licht, denn du bist es. Du bist der lebende Beweis dafür. Guck dir deine Hände und deine Füße an. Wenn du es nicht sehen kannst, dann fass dir an die Hände oder was. Du bist der lebende Beweis dafür, dass du kosmisches Licht bist. Du entstehst ja aus ihm. Und das bedeutet, dass du deine eigene Allmacht wieder bekommst. Aber es bedeutet auch, dass du andere nicht in den Drangsal versetzt. Weil es dich in Drangsal setzen würde. Das heißt, du hast gute Gründe, so vorzugehen. Und das gute Gründe, wenn jemand dir in irgendeiner Weise übel will, einfach nur dazu stehen, ja, mach. Ich würde es lassen an deiner Stelle, denn ich verbiete es dir. Und wenn er es dann trotzdem tut. Übergriffig. Und im Raum einer anderen oder eines anderen Menschen fühle ich mich garantiert nicht wohl. Der würde mich ganz einfach nicht dulden. Richtig so. Und wer noch glaubt, dass er irgendwo anders Gerechtigkeit einklagen kann, forget it. Du hast hier keine Rechte, um es nochmal zu sagen. Du hast überhaupt gar keine Rechte. Nur die Wirksamkeit deiner eigenen Gedanken. Und das ist jetzt für einige ein hartes Brot. Das gebe ich zu. Das ist für einige am Anfang noch schwer zu schlucken, aber später begreift man es. Man begreift es nicht nur, man verinnerlicht es auch. Und hat damit sein eigenes Leben wieder. In dem Stück Faust hatte Faust am Anfang gesagt, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Ich würde sagen, nein, diesmal nicht. Die Träne quillt nur, wenn du die Wirksamkeit deiner eigenen Gedanken nicht kennst. Jetzt aber befreit sie dich.
gibt immer noch ein paar Sachen, die ungemütlich sind. Mein Gott. Oh Gott, mein Segen. Aber es darf mich nie dazu verleiten, dass ich vergessen würde, ich bin das kosmische Licht meines Denkens. Und der Erschaffer meiner selbst. Und der Schöpfer meiner selbst. Das ist natürlich jetzt für einige doof, wenn die immer noch hoffen, dass da irgendein Gott kommt und der sie dann zu einem befreit. Aber es ist immer eine Vorbereitung gewesen. Ich meine, ich kann es ja nun Menschen, die im Jahre Null lebten oder 100 nach Christus lebten, da war die Verwirrung so groß und die Verzweiflung auch sehr groß, dass sie sich nach einem starken Herrscher sehnten. Das kann ich denen nicht verdenken. Das verurteile ich auch nicht, durchaus nicht. Aber ich sorge dafür, dass ich nie wieder in eine solche Bedrohung komme, dass ich das vergesse, wer ich eigentlich bin. Aber ich vergesse eben auch nicht, dass es die anderen auch sind. Wenn ich zu dir sage, in meinem Raum stehe ich gar groß, du zwergisch klein. In meinem Raum ja. In deinem wird es umgekehrt wohl bewandert sein. Das heißt, in deinem Raum bin ich noch nicht einmal so klein mit Hut, da bin ich gar nicht zu sehen. Da habe ich... Oh Gott, wie putzig. Oh Gott, wie... Ganz verstört, okay. Das bin ich dann. In deinem Raum ja. In deinem Raum habe ich null zu melden. Weder ich noch alle anderen. Das ist die Allmacht, die du dir selbst gegeben hast. Und du warst auch der Einzige, der sie hat geben können. Die hast du dir genommen. Und jetzt, da du ein denkender Mensch bist, nutze die Kraft. Ich meine, immerhin hast du sie ja nun haben wollen. Hat er nun keinen Sinn zu behaupten, nee, 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 das habe ich aber nie wollen. Nein, 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 ich nicht, nein, ich nicht. Nein, nein, ich bin lieber da, wo alle anderen auch sind. Und da ist ganz bestimmt ein gütiger Gott, der mir auch zu kaputt gibt, ja, von wegen hier. Also, dafür bist du ein denkender Mensch. Und nicht gehirnamputiert. Diese Allmacht musstest du wiederkriegen. Und ich bin durchaus kein Altruist, also so ist es nur auch wieder nicht. Ich meine, dass ich meine eigene Allmacht erkannt habe, das freut mich nun gar sehr, das ist gar keine Frage. Ich jubel hier auch. Aha. Ha, ich, die kleine Dagmar aus Petkum, oh Gott, und auf einmal habe ich es begriffen. Ja, das war die Macht meiner Gedanken, also die Vielzahl meiner Gedanken. Ich meine, es ist hier wirklich die Masse Machts. Nur, dass ich einmal am Tag sage, ach Gott, ja, ich bin ja das kosmische weiße Licht meines eigenen Daseins, ja, oder ich sage es einmal die Woche, oder nur, weil ich einmal die Woche in eine Kirche pilger und das dann auch schnell sage, naja, in der Kirche sagt man es ja nur nicht, aber eines Tages wird man es auch da tun, wobei man dann die Gekreuzigten dann abhängt, weil das dann also auch keinen Sinn mehr macht. Aber, nur weil ich es einmal in der Woche mal kurz sage, davon ist das nicht viel mitgetan. Du brauchst die ständige Wiederholung. Aber du bist das kosmische Licht deines Denkens, das darf doch nicht ausgehen. Lass das Feuer nicht ausgehen, sonst kannst du die Stube ja nicht wärmen. Hol den Vogel raus, sonst singt er nicht. Und ich meine, wenn ich mich zu erinnern, als wir früher noch Lagerfeuer hatten, da haben wir immer wieder Holz nachgelegt, damit das Feuer nicht ausgeht. Und damit ich Essen kochen kann auf dem Herd, werde ich wohl dafür sorgen müssen, dass die Flamme anbleibt. Ja. Jetzt fällt der Groschen, was? Das freut mich. Das freut mich sehr. Immerhin hast du es nur mit dir zu tun und du warst in deinem Leben der größte Feind. Das haben wir jetzt verstehen wir auch, warum wir es waren. Wir haben einfach allzu viel in unserem Raum gelassen, was überhaupt nicht zu suchen hatte und dann überhaupt nicht wieder weggehen wollte. Aber jetzt werden sie gehen. Und da müssen wir uns auch nicht einmal streiten. Durchaus nicht. Meine Gedanken sind so wirksam, das drängt alles weg, was ich nicht haben will. Und bei dir ist das auch so. Nach einer Zeit auch, das sammelt sich ja an. Es ist wie mit den Gezeiten, Ebbe und Flut. Wenn die Flut kommt, dann steigt das Wasser relativ langsam, fast unmerklich, aber auf einmal ist alles voller Wasser. Das ist bei dir genauso. Ein Gedanke zieht gleiche Gedanken an und du denkst immer folgerichtig. Das heißt, wenn du heute etwas denkst, wirst du morgen eine entsprechende
etwas morgen etwas Entsprechendes vorfinden. Auf jeden Fall wirst du diesen Gedanken von gestern nicht mehr verlassen, wenn du es nur oft genug denkst. Wenn du immer wieder sagst, ich bin das kosmische weiße Licht meines Daseins, dann wird sich das in deinen Gedanken so einprägen. Dann bist du darauf so gepolt, dann hat sich das so eingespeist in dir, dass du fortan nur noch Gedanken denkst, die das kosmische Licht deines Denkens bestätigen. Der ist immer wieder am Lodern halten. Und natürlich bist du nie wirklich zufrieden mit einem, mit irgendwas. Wir wollen doch immer an was rumpuzzeln, das ist ja das Leben. Aber wir werden es mit einer erheblich anderen Laune tun. Und jetzt haben wir es ganz verstanden. Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber die anderen über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, sind noch tausendmal schöner als ihr. Also ich kann mit dieser Antwort leben. Und euch wünsche ich, dass ihr einfach nur Freude an eurem eigenen Leben habt. Es macht Spaß. Jetzt haben wir es ja auch verstanden. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute.